Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motomafia. Ich bin der Sven. Bevor ihr jetzt wieder denkt, hier ist nur Mist und nur Scheiß auf dem Kanal, bleibt bitte dran. Wir gucken uns jetzt den A6 C7 Allroad mal an und dann gehen wir mal in das Thema rein. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Wie gerade eben schon erwähnt, müssen wir ja momentan, die Kollegen aus dem Mediabereich und ich, nicht wahr, Philipp, mit so den ein oder anderen, ich sag mal vorsichtig, Herausforderungen kämpfen. Unter anderem eine der Herausforderungen ist, bei euch ist gerade alles nur blöd auf dem Kanal und ihr meckert nur und ihr schimpft nur. Und wenn das so rübergekommen sein sollte, dort bitte an allererster Stelle. Ganz großes Sorry dafür, das ist natürlich null unsere Intention und das war sie auch nie. Denn wer mich tatsächlich kennt, der weiß, dass ich an und für sich ein Blödel Matthias bin und schon im Großen und Ganzen, wenn der Stress nie zu viel ist, auch eine recht derbe Frohnatur, der eigentlich mehr Schabernack im Kopf hat als alles andere. Das heißt, das ist natürlich auch null meine Intention, jetzt nur rumzuschimpfen, sondern es ist vielmehr unsere Intention, euch aufzuklären, auf was ihr achten müsst. Wir wollen euch auch nie sagen, hey Leute, die Autos sind beschissen, kauft die Autos nicht. Das ist gar nicht unser Ziel, weil die Autos sind schön. Jeder, der sich hier mit mir unterhält, jeder Kunde, der da ist, der weiß natürlich auch, Mensch, der Sven sagt immer, so ein C7, das ist ein wunderschönes Auto. Das funktioniert, die sind klasse, die können alles. Und das ist auch meine Meinung, genau auch wie mit dem 5er BMW. Ne? Leute, wir wollen euch nie wegtreiben von dem Automobil oder von dem Thema, doch, Verbrenner ist für mich das Automobil, das andere, das sind einfach, wie sagt man dazu? Die Carrera-Autos hier, die du an Strom klemmst. Die Carrera-Bahn ist seine größte Leidenschaft. Das ist einfach eine Message, die wollte ich jetzt einfach mal in die Welt rausschieben. Ne? Verbrenner sind gut, wir reden Verbrenner hier nicht schlecht. Ich persönlich bin absoluter Verfechter von Fahrzeugen aus dem VW-Audi-Konzern. Nein, nicht, weil wir hier so viel reparieren können und ich dafür Millionen auf dem Konto schöffel, was übrigens schön wäre. Nee, wirklich tatsächlich, weil ich einfach von den Produkten an und für sich überzeugt bin. Es gibt so ein paar Sachen, die mag ich nicht, bin ich auch ganz offen und ehrlich und das ist genau das, was ich anspreche. Und du musst ja auch wiederum sehen, wie viele von den Autos verkauft wurden. Natürlich. Das ist ja klar, dass da auch mal, dass da auch mal Mist passiert. So, also zurück zum Thema. Der fleißige Zuschauer, ich denke, es wird an niemandem vorbeigegangen sein. Audi A6 3.0 TDI. Wir haben es in dem Werkstatt-Rundgang-Video schon angeteasert, in einem der letzten. Und die AGR-Thematik haben wir auch schon des Häufigeren thematisiert, so will ich es mal ausdrücken. Und ich möchte euch heute einfach mal zeigen, ohne jetzt wieder irgendwas schlecht zu machen, ja, sondern einfach nur, um euch zu zeigen, welches Risiko, welches Potenzial denn mitfährt, wenn das Thema nicht angegangen wird. Sorry für die kurze Unterbrechung, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Leute, wir stellen immer wieder fest, dass knapp 75% unserer aktuellen Zuschauer kein Abo auf unserem Kanal dagelassen haben. Wir können euch sagen, das Ding ist komplett kostenfrei. Also, immer Abo dalassen, Spaß auf unserem Kanal haben, über jedes Video informiert werden und für euch geht es jetzt weiter mit diesem Video. Wie gesagt, wir haben dort zwei Lösungen, sagen wir, angeboten. Die eine ist legal. Das heißt, immer im Jahr sauber machen kann. Und die andere ist halt eine andere. Ich würde sagen, wir gucken uns den Schaden jetzt an, weil der ist verhärmt. Und danach gehen wir mal tippeltappelt durch, wieso, weshalb, warum der Schaden entstanden ist. Wollen wir das so machen? Klar. War das nicht der Kunde, der das Auto gekauft hat und nicht mal bis heim gekommen ist? Also ich krieg's nicht zu 100% zusammen. Kurzfassung ist aber, der Kunde hat sich das Auto gekauft. Es ist spannend. Kunde kommt aus dem BMW-Lager. Hatte einen kapitalen Motorschaden mit seinem BMW. Kurbelwellenschaden, hat das Ding für viel zu wenig Geld in den Export gegeben. Wahrscheinlich auch überfordert gewesen mit der Situation, Mutmaßung meinerseits. Hat sich dann gesagt, hey, pass mal auf, Mensch, alle sagen, so ein A6 ist ein cooles Auto, kaufe ich mir jetzt auch mal. Hat sich einen rausgesucht und wurde tatsächlich bei dem Kauf darüber informiert, dass zwei Injektoren nicht mehr so gut sind. Also das steht auch im Kaufvertrag drin. Ich glaube, das Auto hat eine Frau verkauft, so wie ich das rausgehört habe, und die hat darüber informiert. Und die haben aber gesagt, wir sind bis zuletzt noch damit gefahren. Die Intention des Kunden war wiederum, okay, ich kaufe das Ding. Und ich fahre nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin, gehe ich halt kleine Werkstatt, die sollen sich das angucken, die sollen das machen. Also dem Kunden, sein Weg war eigentlich klar, der wollte auch zu uns kommen. Also er hat es auch zu uns geschafft. Aber auf dem Hänger. Aber die letzten Meter leider Gottes nicht mehr aus eigener Kraft. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, kannst du das dann so hier sehen? Ich mache das mal ein bisschen sauber. Also unser Tommy hat das hier schon vorbereitet. Wir wissen natürlich, wir wissen jetzt schon, was mit dem Kumpel hier ist, ist klar. Der Kunde hat natürlich die Info auch schon bekommen. Was wir auf jeden Fall sagen können, wir haben hier Glühkerze, Zylinder 1, 2, 3.
Und da haben wir schon eine Auffälligkeit, nämlich Zylinder 2. Weil der so schwarz ist? Genau, weil die schwarz ist. Das ist jetzt Zylinder 2. Weißt du, was auch immer richtig spannend ist, bei einem Diesel zu endoskopieren? Weil sobald du irgendwo anstößt, ist es schwarz. Ist es schwarz und du ziehst es wieder raus. Na, mal gucken, wie gut das jetzt hier klappt. Ah, warte. Nee, warte, ich muss erst mal ins Loch. Ist schon drin? Nee, ne? Ich bin drin. Philipp, das ging gut. Na, manchmal brauchst du einfach ein bisschen Hilfe. Das ist jetzt eine Aussage, die hätte ich jetzt vom Julian erwartet, aber ein bisschen Spucke und ein bisschen Hilfe. So, kannst du das hier sehen, Philipp? Was wir schon mal sehen können, ist, dass wir hier noch einen Kreuzschliff drin haben. Und jetzt drehen wir die ganze Übung mal und gucken uns mal an, was jetzt hier noch so passiert. So, und jetzt wird es nämlich schon spannend. Das ist ein Ventil. Das ist ein Ventil. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter runter. Hier sehen wir jetzt schon die Schlieren. Kannst du das erkennen? Mhm. Das heißt, das sagt uns schon, dass hier irgendwas nicht mehr ganz so hinhaut, wie es hinhauen soll. So, hier unten sehen wir einen Kolben. Na, wir haben hier Laufbahn. Ne, das, was so glänzend ist. Ich hoffe, du kriegst es mit der Kamera drauf. Oh ja. Und jetzt wird es dunkel. Mhm. Warte. Sieht mal aus wie schwarzes Öl. Nee, das ist kein schwarzes Öl. Wir sehen gleich irgendwo noch Aluminiumstücken. So, also hier sehen wir auf jeden Fall, auch das ist Laufbüchse, aber wir sehen keinen Kreuzschliff mehr. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon eine relativ raue Stelle, wie bei so einem Bruch. Ne, wenn Metall gebrochen ist. Ja. Und das ist oftmals schon ein Indiz dafür, dass ein Kolben geschmolzen ist. Und jetzt guck mal hier hin. Hier haben wir sogar schon Materialauftrag. Siehst du das? So, das heißt, wir haben hier auf Zylinder 2 einen geschmolzenen Kolben. Ich glaube, das geht auch noch weiter. Aber ich glaube, die Kamera ist auch verschmutzt. So, hier können wir es auch gut erkennen. Ne? Sieht wild aus auf jeden Fall. Ja. So, und damit wir das ganze Thema wilder gestalten und vielleicht auch ein kleines bisschen Aufklärung auch mal betreiben, ne? was das Thema auch Möglichkeiten der Instandsetzung anbetrifft. Früher war es so, dass wir die Möglichkeiten hatten, so einen Motor instand zu setzen. Das haben wir leider Gottes bei den 3.0 TDI und 3.0 und 3.0 BTDI haben wir das Problem, dass es nicht mehr möglich ist. Es gibt für diese Motoren keine Übermaßkolben. Ne? Übermaßkolben heißt, wir haben einen Motorblock und bohren unseren Motor größer und machen größere Kolben rein, damit wir unsere Einbauspiele und unsere Abdichtung über die Kolbenringe quasi gewährleisten können. Und das geht aber nicht mehr. Das heißt, weder der Hersteller noch der freie Markt bietet für diesen Motor einen Übermaßkolben an. Das heißt, uns als Werkstatt sind extrem die Hände gebunden. Jetzt könnte natürlich einer herkommen und sagen, hey, pass mal auf, dann bohr doch den Motorblock einfach größer und zieh eine Stahlbuchse ein. Also Sleeves sozusagen. Der Fachmann. Ich versuche es wieder für alle zu erklären. Aber ja, natürlich, Sleeves. In dem Moment haben wir aber folgende Herausforderung. Unsere Wandungsstärke im Zylinder ist zu dünn. Wir haben die Wasserkanäle dahinter. Das heißt, das Risiko, dass es uns beim Bohren reißt oder dass man im Nachgang einen Riss, einen Spannungsriss drinne bekommt, ist einfach so hoch, dass wir als deutsche Firma, das muss man auch klar sagen, natürlich das Risiko gar nicht eingehen können. Das heißt, im Umkehrschluss besteht für uns nur eine Möglichkeit und eine Option. Und diese Option heißt Austauschmotor vom Hersteller. Ich meine, klar, der Motor kostet, ich glaube, was waren es, 10, 5, 11? Netto. Netto? Also zuzüglich Umsatzsteuer, das heißt, wir gehen mal roundabout jetzt von 13.000 Euro aus, dass der Motor da ist. Da haben wir aber nur einen Longblock, das heißt einen Motorblock mit Zylinderköpfen, Injektoren drinne und Motorsteuerung. Aber da ist ja noch kein Turbolader instand gesetzt, da ist ja noch keine Ladeluftstrecke instand gesetzt. Partikelfilter, AGR. Partikelfilter, AGR. Also ihr merkt schon, da kommt ganz viel zusammen und da hat noch keiner eine Schraube gedreht. Da hat noch keiner das Aggregat hier vorne ausgebaut und wieder eingebaut. Das heißt, wir bewegen uns hier an der Stelle irgendwo roundabout bei 20.000, 22.000 Euro Schaden. So, und mir geht es ja nur am Ende des Tages darum, euch zu erklären, wie könnt ihr die Schäden vermeiden. Ja? Weil das, sage ich dir knallhart, kann natürlich, logischerweise wird ein defekter Injektor sein. Aber warum ist der Injektor defekt gegangen? Das Auto hat 175.000 Kilometer runter. Ich meine, man muss ja jetzt auch mal sagen, die Hersteller haben ja vorher schon 3-Liter TDIs gebaut. Und die 3-Liter TDIs haben ja teilweise mit den ersten Injektoren, ich sag mal so, gerade A6, 4F, das Vorgängermodell, haben die ja 250.000, 300.000 ohne Probleme geschafft. Warum sollen sie das dann jetzt nicht mehr schaffen? Der fleißige Zuschauer wird wahrscheinlich jetzt schon wieder unten rein kommentieren, was die Ursache ist. Ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Ich gehe das ganze Thema jetzt mal tippeltappeltor durch. Warum geht ein Injektor defekt?
Entweder er verguckt an der Spitze vorne, wo er sauber einspritzen und zerstäuben soll, oder er kriegt eine thermische Überlast. So eine thermische Überlast kann er eigentlich nicht kriegen, weil es in unserem Motor ja geregelt ist. Wir haben aber folgende Herausforderung. Wir haben ja einen Motor mit einem Oxycut und mit einem Partikelfilter, mit einem doppelten Partikelfilter unter dem Auto sitzen. Wenn dieser Partikelfilter voll ist und nicht mehr ordentlich regenerieren kann, kriegt man die Abgase nicht raus. Richtig. Dann schiebt man also, ne, dann schiebt man es zum Ende, kriegt man es nie durchgeschoben. Und was man nie durchgeschoben kriegen, das stopft. Und das stopft eben nicht nur das Volumen, sondern eben auch die Thermik. Und die Thermik stopft natürlich zurück. Die stopft in den Turbolader zurück und die stopft in unseren Brennraum zurück. Das heißt, wir kriegen eine überdurchschnittlich hohe Brennraumtemperatur, Durchschnittstemperatur, weil wir es einfach nicht mehr runtergekühlt kriegen. So, und dann passiert genau das. Das habe ich schon mal in einem Video irgendwann gesagt. Und das ist genau der Schaden, der dann entsteht. Und wenn wir uns jetzt mal einen Spaß machen, dann machen wir jetzt hier vorne mal die Schelle ab. Und dann gucken wir jetzt mal in den Ansaugtrakt rein, was bis jetzt noch keiner gemacht hat. Das machen wir jetzt. So. Wir schalten hier mal um. Also wir gehen jetzt quasi hier Richtung Drosselklappe in die Ansaugspinne rein, sozusagen. Genau. Also Luftführung relativ simpel. Turbolader, Ausgang, Ladeluftkühler, Eingang, Ladeluftkühler, Ladeluftkühler, Ausgang. Und hier oben rein in den Ansaugtrakt. Und hier kommt unser Kumpel namens AGR hoch. Na, genau hier unten. Kann man das erkennen? Ja. So, hier unten im V haben wir unseren AGR-Kühler sitzen. Der taktet quasi, was hier an Abgasen reingeht. Das heißt, das hier vorne wird gar nicht so schlimm aussehen. Interessant wird es ab hier und richtig interessant wird es hier hinten. Oje. Also ich kann dir sagen, wenn das hier vorne schon so aussieht, jetzt müssen wir wirklich, das wird spannend jetzt. Wo sind wir jetzt ungefähr? Na, wir sind jetzt gerade genau hier. Also exakt genau hier an der Stelle sind wir. Hier kommt die Abgasrückführung hoch und wir befinden uns direkt davor. Und wir müssen jetzt hier vorbei, ohne irgendwo gegenzustoßen. Um natürlich alles entsprechend, okay, vorbei. Das ist hier, kennst du noch von früher, Linda de Mol mit einem heißen Draht? Nein. Nee, kennst du nicht, aber schreibt's mir mal in die Kommentare, wer von euch das noch kennt. Genau so fühle ich mich jetzt gerade hier. Ich wollte das früher auch immer mitspielen. Schön, hab mir meine eigene Spielshow gebastelt hier jetzt in der Motor Mafia. Und wir probieren's nochmal. Jetzt sind wir schon vorbei, jetzt müssen wir bloß gucken. Lass mal. Oh, und wieder rennen im Dreck. Ich dreh durch. Aber guck mal, was uns hier schon erwartet. Ja, das ist jetzt. Wir probieren jetzt mal ein paar Anläufe und wir hauen euch dann jetzt hier einfach den 100. Versuch dann rein, wenn wir es geschafft haben. 6,5 Stunden später. Nach dem gefühlt 100. Versuch haben wir jetzt mal die Drosselklappe beiseite gelegt und probieren es jetzt nochmal so. Spannend wird es auf alle Fälle trotzdem. Es ist wirklich jedes Mal zum Kotzen. Also warte mal, ich bin aber auch drin, Rindvieh. So. Irgendwann ist der Moment da, wo es mich wirklich dann nur einfach tierisch aufregt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und wieder voll, ich drehe durch. Aha. So. Also weiter komme ich jetzt nicht rein. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Ich denke, dass lässt sich, jo, dort hinten siehst du es. Ich denke, das lässt sich ganz gut erahnen, wie es hier vorne drin aussieht. Naja, oder das hier. Oder das, nach unseren 3, 4, 5 Versuchen hier. Also, Leute, kurzum, ich denke, dass wir euch das zumindest ein kleines bisschen veranschaulicht haben. Punkt. Nochmal abschließend, um was es mir wirklich geht. Ich möchte keine Angst machen. Das null. Das sind schöne Autos, die funktionieren. Es gibt so ein, zwei Kniffe. Das gab es früher, 1990, bei den alten Autos gab es das genauso. Ne, da brauchen wir heute auch kein Riesendrama draus machen. Guckt einfach drauf, kriegt ein bisschen ein Gefühl für euer Auto. Seid ein kleines bisschen hinterher, was das Thema Service anbetrifft, was das Thema Wartung anbetrifft. Einfach ein bisschen Liebe und das Ganze nicht einfach nur als sinnfreien Gegenstand benutzen. Ne? Weil ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer Punkt ist. Viele wissen heute einfach auch nicht mehr, wie man Öl kontrolliert, wenn es einen Ölmessstab gäbe. Ja? Also versucht euch damit auseinanderzusetzen, nicht blind auf die Technik zu vertrauen. Und ich denke, dann habt ihr auch mit so einem Auto unheimlich lange Freude. Und das, was hier passiert, das passiert euch nicht. Für all diejenigen, die so ein Auto besitzen, schreibt uns gerne an. Wenn möglich, bitte nie anrufen. Speaking, how can I help you? Centel Online, Melanie speaking, how can I help you? Again, my name is Melanie and have a great day. Plant ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld mit ein. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Adios, amigos. Ciao, ciao.